Hallo und herzlich willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich bin Jamie von Jamie's Code und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr fortan in Excel 365 Bilder einfügen könnt. Und zwar so, dass ihr sie sogar in Tabellen platzieren könnt, also auch sortieren und filtern und dass ihr sie mit Verweisen, also beispielsweise mit dem X-Verweis, suchen könnt. Also dann lasst uns jetzt keine Zeit verlieren und starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Ich möchte hier jetzt eine Tabelle erzeugen, und zwar soll in der ersten Spalte die Flagge abgebildet werden und daneben dann die dazugehörige Bezeichnung. Und als erstes werde ich die Flaggen einfügen und dafür gehe ich auf Einfügen, Illustrationen, Bilder und hier sehe ich schon die zwei neuen Optionen, die angezeigt werden. Ich kann nämlich entscheiden, ob ich das Bild in der Zelle platzieren möchte oder über der Zelle. Und vorher war immer nur möglich, das Bild über der Zelle einzufügen. Ich gehe also jetzt mal auf In Zelle platzieren und hier kann ich dann auch wie vorher auch auswählen, woher das Bild kommt. In meinem Fall habe ich die Bilder bereits auf meinem Rechner gespeichert, also wähle ich hier dieses Gerät aus. Es klappt aber natürlich auch genauso mit Online-Bildern. Ich kann jetzt hier ein Bild auswählen oder gleich mehrere, indem ich auf das erste klicke und mit gedrückter Shift-Taste dann das letzte auswähle. Und so kann ich dann alle Bilder auf einmal einfügen, gehe dann auf Einfügen. Und schon werden die Bilder jetzt wunderbar innerhalb der Zellen hier platziert. Hier neben diesem Bild erscheint auch dieses Symbol und zwar kann ich hier immer noch mal ändern, dass das Bild beispielsweise über der Zelle eingefügt wird, dann kann ich es hier verschieben oder wenn ich hier in die Zelle fahre, kann ich auch wieder auswählen, dass das Bild in der Zelle platziert werden soll und dann befindet sich das Bild wie eben hier in der Zelle drin. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, alle Zellen auszuwählen und diese beispielsweise ein bisschen breiter zu ziehen und schon werden alle Bilder automatisch größer. Jetzt werde ich die Tabelle noch vervollständigen. Und dann haben wir sogar die Möglichkeit, diesen Bereich in eine intelligente Tabelle zu verwandeln. Dafür muss ich mich irgendwo in der Tabelle befinden, drücke dann STRG T auf der Tastatur und bestätige mit OK. Und schon habe ich hier sogar eine intelligente Tabelle erzeugen können. Diese kann ich sowohl sortieren als auch filtern, ohne dass hier mit den Bildern irgendetwas passiert. Zuletzt möchte ich euch jetzt noch zeigen, dass ihr sogar Bilder mit einem Verweis suchen könnt. Und das war vorher wirklich nur sehr umständlich möglich. Ich werde euch mal dazu ein Video oben in der Ecke verlinken. Ich möchte also, dass wenn ich hier ein Land reinschreibe, mir daneben die dazugehörige Flagge angezeigt wird. Und das kann ich mit einem X-Verweis machen. Das Suchkriterium ist in diesem Fall dann das Land. Und das suche ich hier in der Spalte Land. Und als Rückgabematrix übergebe ich hier die Spalte mit den Flaggen. Dann schließe ich schon die Klammer und schon wird mir dann hier die richtige Flagge ausgegeben. Und wenn ich das hier nochmal ändere, dann ändert sich hier auch automatisch die Flagge. Das Ganze funktioniert aber auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich hier die Flagge eintrage, kann ich mir auch hier die dazugehörige Länderbezeichnung anzeigen lassen. Und dafür muss ich jetzt einfach nur mal ein Bild kopieren. Also mit STRG C kopiere ich das und füge das hier ein. Und jetzt arbeite ich hier genauso mit dem X-Verweis. Als Suchkriterium übergebe ich jetzt hier die Flagge. Und diese suche ich hier in der Suchmatrix. Und als Rückgabematrix übergebe ich hier meine Länder, schließe die Klammer und schon wird mir hier das richtige Land ausgegeben. Und das war vorher wirklich gar nicht möglich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet noch was lernen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und Kollegen, wenn es für sie interessant sein könnte. Und dann bedanke ich mich jetzt sehr herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!